Willkommen zurück zu einem Let's Play Fire Emblem. Im letzten Part haben wir hier... Ach, ihr wisst es genauso gut wie ich, was wir im letzten Part gemacht haben. Und das muss so reichen. Mal gucken, was der Gegner macht. Aua! Schande. Nein, nicht du auch noch. Nein. Okay. Nein! Das wäre mehr als eng geworden. Okay, neue Wege tun sich auf. Und hier haben wir wenigstens freigeräumt, also das passt soweit. Kannst du von hier aus richtig heilen? Ja, nicht Ninjan. Ich meine hier Dorcas. Ja, klappt. Schön. Der kam jetzt gut. Möchte ich gerne etwas näher dran haben. Eisenbogen reicht. Hector. Krieger Bile. Solltest du eigentlich gut treffen können. Hast sogar sehr gut getroffen. Lowen. Och nö. Erg. Genau, Erg. Zieh mal hier vor. Hier hin, ich möchte euch gerne zusammen haben ein bisschen. Ligaul, zieh mal hier hin. Kannst du den so wegjuben? Mit dem Hammer natürlich nicht. Wurfball auf ein bisschen Range wäre wahrscheinlich auch nicht das Man Plus. Ne. Ja, aber Lone darf trotzdem hier vorziehen. Und sich das Ritterwappen einverleiben. Verwenden. Ach, schön. Ein goldener Rittmeister. Und Äxte kann er jetzt auch tragen. Es kann eigentlich alles nach da unten wandern. Ja, Luis lohnt sich nicht. Nino, du könntest hier hin. Ja, dann schicke ich aber lieber ihn nach vorne. Jafar kann besser finishen. Matthew! Du kannst hier theoretisch einen nach vorne. Was hast du für eine Waffe? Silberlanze. Stark gegen Schwerter. Also stark gegen Jafar. Karel. Und ganz ehrlich, lieber Jafar kriegt einen auf die Mütze anstatt irgendein anderer. Sarah, zieh mal einen vor. Wie weit kommst du? Bis hierhin? Gut. Ninian, Tanz für... Nein. Tanz für Pent. Dann können wir Pent wieder zu seiner Ehefrau hinstellen. Hier haben wir auch alles Wichtige, denke ich mal. Ente. Ja, ausgewichen und Non-Crit. Non-Crit. Bei 42% Chance.
wieder auf Nino. Und sie hat wieder ausgewichen. Schön. Lichtklinge. Ja, war auch fast klar. Lynn, kannst du denn mit dem Eisenbogen jetzt ordentlich was ausrichten? 18. Wenn kein Crit kommt. Wenn einer kommt, dann wäre das sehr, sehr nice. Ich probiere es aus, bei 37% Trefferchance nur. Na okay, verrechnet. Ich würde jetzt gerne Hector, aber an sich muss er das Spielchen machen. Hector würde es wahrscheinlich noch niemals schaffen. Feuer reicht nicht, Donner reicht auch nicht. Aber Elfenlicht wird reichen. Auch nicht. Okay. Dann warten wir mal hier. Mal gucken, ob Hector es wirklich schaffen kann. Kriegs Axt 17. Nö. Wolfsbeil 14, 17. Nö. Teufels Axt 22, wenn wir treffen. Gefällt mir auch nicht. Dorcas, du auch nicht, ne? Nein. Lowen. Nein. Will der uns hier wallen? Du hast aber wenigstens einen Feuerjuwel, da kann ich den mopsen. Kann ich dir doch nicht mopsen, warum nicht? Jetzt weiß ich warum. Hatte ich dich schon ausprobiert? Ich glaube schon, ne? Silberschwert 19 reicht, okay. Scheiß aufs Juwel. Hauptsache mir stirbt keiner. Unnötig. Ja, den Rest kann ich eigentlich so vorziehen. Auch unseren lieben Dorcas. Lowen sowieso. Liga stelle ich mal hier hin. Nino darf so oder so mal angreifen. Jafar ist der Bodyguard, der passt schon auf sie auf. Schnitter 18, ja 16, auf jeden Fall ist der Gegner down. Wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Crit. Autsch. Doch nicht, ja, egal. Dann kam Sera hier hin und dann lohnt sich die Heilung auch. Level up für Sera. Level 11. Ah, okay. Haben wir schon. Schön, schön, schön. Karel, hier hin. Matthew. Das hier vorziehen und kriegst einen Tanz ab. Selbst wenn er jetzt nicht auf die Plattform kommen sollte, kommt er aber. Das Frauchen zieht dann später hinterher. Berserker. Aber vorbei. Was war das jetzt? Ach da, der Weg ist weg.
Dann müssen wir uns vielleicht dezent beeilen. Lindes kann auf jeden Fall hier hin. Du hast einen Langspeer. Damit könntest du doch wahrscheinlich ran. Ja, du hast nicht den Langspeer, du glauben. Kommst du denn so weit ran? Ja. Zwing-Axt. Zwing-Axt und Mine. Dorcas. Was könntest du denn Schönes machen? Wurfbeil 16 reicht aber auch nicht. Dann setz ich dich dahin. Wie viel Schaden macht die Zwing-Axt? Das wüsste ich gerne im Vorfeld. Ach egal, ich probier's so. Fendt kommt nicht da. Aber deine Göttergattin kann zu dir. Jetzt steht er wenigstens wieder zusammen. Wie weit kommst du? Bis hierhin kann ich Matthew umsetzen. Dich stelle ich hier hin. Braucht einer von den Anwesenden Heilung? Nein, bedingt. Und du wahrscheinlich demnächst schon. Zwei, ja, reicht so. Reicht nicht. Soll ich dich da hinsetzen? Du kommst bis dahin. Also setze ich dich hier hin. Und von da aus können wir sie sogar theoretisch retten. Und ich möchte ja einfach nur, dass Ninja noch ein paar Level abkriegt. Wird, denke ich mal, nicht verkehrt sein. Du bleibst da. Mit euch muss ich mir was einfallen lassen. Auf jeden Fall muss Elliewood einmal durchpushen. Du kommst auch durch. Das wird kein Problem für dich, Ligaud. Jetzt der liebe Erd. Jawohl, er kommt auch durch. Gefällt mir. Ente. Zwingers hätte 8 Schaden maximal gemacht. Das gefällt mir. Ein paar Erfahrungen verloren. Silberlanze. Und sie trifft auch noch. Critical Hit, weg damit. Der stört eh nur. Chance. Oh nö. Kommt da unten auch noch Verstärkung? Wie weit kommst du? Naja, Lowen muss irgendwo dicht machen und der wird hier links dicht machen. Jafar braucht Heilung. Ah, da kann Jafar noch mal locken. Dich kann ich hier zum Abfangen hinstellen. Auch von euch jemand Heilung? Lin, Hector, Hector. Hector runter oder sie hochziehen lassen?
ich lasse sie hochziehen. So ein bisschen aus der Reiterreichweite raus. Die lasse ich da oben erstmal stehen, denke ich mir mal. Da wird definitiv hier nach rechts was kommen. Da ist eine Truhe. Dafür haben wir Matthew. Hier oben haben wir Legal, der könnte sich hier nach rechts durcharbeiten. Und da oben die drei Truhen könnten wir dann welche machen. Und hier unten sind wir mit Jafar eigentlich sogar recht stark bedient. Karel, du kommst doch mal hier hin. Doch, das kann ich ins Wasser, warum nicht? Na egal. Ich lasse sie jetzt einfach mal so stehen. Crits. Warum konnte der nicht gleich kommen? Level up für Jaffa. Level 14. Noch mehr Stärke, noch mehr Glück, bisschen mehr Verteidigung. Warum nicht? Versuch das wieder mit Berserker. Was bringt dieses Berserker-Spielchen eigentlich? Du hast ein Giftschwert. Stahlbogen. Zu schnell fliegt Stahllanze. Elfenlicht. Also alles nichts großartig Besonderes. Lohn, könntest du jetzt mit deinem Schwert? Nein, mit dem Schwert kannst du gar nichts. Könntest du mit der Magie jetzt mal eben kurz 15? Reicht nicht. Jafar hier zum Abfangen hinschicken. 22, kriegt eh keinen Schaden reingewürgt, wäre in Ordnung. Ja, aber dann darf definitiv Nemo erstmal angreifen. Kriegst du zwar nur die Krümelchen aufgedrückt, aber hey, bevor der mit dem Giftschwert hier richtig Randale macht. Du kannst ja nur hier unten für Furore sorgen. Kommst du auch von oben da dran? Ja, kommst du. Ja, dich muss ich auf jeden Fall einen wegstellen. Ich stelle hier hin. Kommt da trotzdem dran, ja. Ebenso wie an Zane. Außer wir setzen ihn einen nach unten. Wenn ich jetzt hier Matthew hinstellen würde, müsste ich mit einer Lanze klarkommen. Die Lanze ist primär gegenüber den Schwertern. Was mir auch bei ihm den Kopf Hals brechen wird. Aua, ja, ja. Ich kann natürlich auch Sarah hier hinstellen.
einfach mal den Leitstern benutzen. Vielleicht ein bisschen früh, aber hey, komm, jetzt kannst du wenigstens auch mal Lee einsetzen. Noch mehr Geschicklichkeiten, mehr Resi, ja, passt. Und Weißmagie. Ah, da oben kommst du kaum dran, also nur noch hier unten. Könnte ich natürlich auch da runterziehen. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Einfach nach unten ziehen den Boden. Wie weit kommst du? Ja, okay, dann darfst du dich mit einem Magier rumprügeln. Egal. Ah! Dann setze ich nicht lieber noch einen nach unten. Dann habe ich Ninian wenigstens wieder abgesichert. Jaffa krittet wieder weg. Wären eigentlich 60 Schaden. Ja, Luis weicht einfach zu sehr aus. Zwölf gegen 10. Da jetzt. Och nein! Was da für eine Verstärkung dauernd angetrudelt kommt. Hector! Was machst du denn? Ja, kannst du diese Schamanen platt machen? Nein, da hast du leider einen Typ-Nachteil. Lichtklinge sind auch nur 10. Dorcas. Komm. Zweimal treffen. Ja, das käme schon recht böse. Ey. Du hast nichts Interessantes. Du auch nichts. Trotzdem ein bisschen zu stark nach meinem Geschmack. Lin kann auch nicht mal. Ah! 14, 28, wenn beide treffen. Wenn nicht, haben wir die A-Karte. Ich muss es versuchen eigentlich. Mir fällt mir keine Alternative ein. Ich gehe erstmal hier unten. Lass du erstmal mit dem Silberbogen. Meisterbogen. Ich will aber. Glanz. 11, 22. Reicht nicht. Blitz. Auch nicht. Na, trotzdem Glanz. Ich hab da nämlich eine Idee. Nino! Elfenlicht reicht. Level up. Level 6 Magierin. Hätte mir anders besser gefallen, aber... Tanzen, Tanz, Sarah. Dann kann die nämlich Nino hochheilen. Und kriegt noch mehr Erfahrung. Über die normale Heilung. Das reicht.
klar, Jaffa ist doch nicht die verkehrteste aller Wahlen, aber I'd say, ja, das könnte schon besser ausgehen. Möchte ich aber so nicht. Du kommst nicht dran, aber Luis kommt dran. Da brauchen wir auch den Meisterbogen nicht, da reicht ein Silberbogen. Platz machen, oder? Klar, da kommt die böse Lanze, aber 14... Ja, 34, ja, das wird sogar reichen. Na, und da das reichen würde und wird, mit dem Crit erst recht. Jafar mit dem Schnitzer sollte auch recht gut aussehen. Besonders wenn er direkt krittet. Level 15. Ja, du kannst da wahrscheinlich jetzt nicht mal eben kurz finishen, oder? Elbe? Nein. Dann bleib mal da. Da habe ich immer noch da oben das Problem nicht gelöst. Ich stelle Lindes jetzt einfach mal hier nach vorne. Und um die Verteidigung zu erhöhen, Hector dahinter. Wiegold als erstes. Erk als zweites. Und falls sie auf den Trichter kommen, Hector anzugreifen, kommt da noch Elibot hin. Pennt. Packe ich jetzt mal hier hin, der könnte zur Not seine Göttergötzin retten. Den Rest lasse ich so stehen. Ja, klar, weil Lynn den Bogen anhat. Ligold hat jetzt den Vor-Nachteil Level 20. Die Lichtklinge, die wird sich jetzt auch nach und nach aufbrauchen. Critical Hit. Schön. Ja, waren Do-Crit-Chancen nicht gekommen. Zweimal nicht. Jetzt müsste es dafür aber danach Dauer kriegen. Ja, da wird Lynn jetzt großes Spiel haben. Level up. Noch mehr Glück, noch mehr Fähigkeit. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ist klar, bei den unwahrscheinlichsten Sachen. Selbst wenn die 15 reinkommen. Noch ein zweiter Angriff? Danke. Lynn enttäuscht nicht. 3, Fähigkeit, Verteidigung, okay. Jetzt nichts, wo ich unbedingt begeistert bin. Karel vorbei. Gut.
da dauernd an Nachschub jetzt kommt. Ich würde Karel gerne unterstützen da unten. War doof. Ja, müsste es eigentlich schon tun. Kümmert euch da drum. Crit, danke. Luis oder Pent? Pent ist Stufe 10, Luis Stufe 7, dann macht Luis das jetzt. Der Meisterbogen ist schwächer, hat aber die höhere Crit, kann das sein? Ja, aber deutlich höhere Crit. Level up. Level 8. Jetzt kannst du den Magier wegschnittern. Bitte direkt einmal kritten. Von Anfang an. Kannst du nicht hören. Ja, wenigstens keine 10 Schaden kassiert. Dann haben wir das erledigt. Das auch so gut wie. Nen Manikati. Ja. Cool. Nein. Weichen wir zurück. So gefällt mir das doch besser. Ellywood, setz dich mal hier hin. Und auch Leagold hätte ich gerne etwas näher ans Geschehen dort dran. Er kann ja auch. Wir wissen ja, wie gemein die Mistviecher alle sein können. Ja, so kann ich wenigstens Lindis rübersetzen über Dorcas. So als kleine Brücke. Nino. Komm mal hier hin. Jetzt tanzen wir dich, dann kannst du nämlich einmal komplett rüber auf der anderen Seite der Brücke. Oder habe ich mich da verguckt und da wartet noch was Böses auf uns? Na gut. Dann kann Nino wirklich hier rüber. Auch Pens lassen wir hier. Und ganz alleine möchte ich Nino nicht lassen. Matthew und Sarah müssen einfach da bleiben. Ich lasse Zoente. Lord Nergal wird sich eure Quintessenz holen. Nur den wenigen Auserwählten ist es gestattet, weiterzuleben und die neue Welt zu Gesicht zu bekommen. Perfekten Wesen wie mir. Von dort aus kommt die mit einem Gewitter an. Hätte ich was anderes erwarten sollen? Eisenschwert bringt doch nichts. Silberschwert. Gut, ganz. Ups. Der steht nur, ist da ganz allein im Wasser. Hinterher, bevor da auch die Brücke weggeht.
Dorcas kannst du von hier aus finden. Nein, natürlich morgen nicht. Kannst du von dort aus finishen? Elfenlicht wird reichen. Donner wird auch reichen. Feuer nicht. Also nehmen wir Donner. Haben wir sowieso am meisten Aufladungen. Ja, jetzt kommt der Crit. Hector, nichts wie nach vorne. Ich glaube zwar nicht, dass von da oben was kommt, aber trotzdem warten. Auf du. Dann fehlt noch unsere gute Lindis. Damit haben wir euch schon mal wieder zusammen. Ja, du kommst nicht ganz so weit, wie ich gerne wieder hätte. Falls du willst. Tanz. Pennt. Du kannst auf jeden Fall schon mal hier rüber. Matthew, hier hin. Sarah. Ja, du darfst hier hin. No risk und so, ne? Warten. Warten. Das wird so hinhauen, Ente. Wie viel Gewitter kann Sonja eigentlich einsetzen? Muss ich mal nachgucken. Haha. Crit. Level up! Level 16! KP Glück! Giftschwert trifft nichts. Leider kein Crit. Heißt, Schnitter werden aufgebraucht. Keine große Trefferchance, aber schon zu hoch anscheinend. Glücks 10 gegen Elfenlicht 8. Da hat Nino jetzt ein Problem. Wenn dann noch ein Bogenschütze kommt, der Nino angreift, dann definitiv. Und oben der Bogenschütze bietet sich förmlich dazu an. Muss ich jetzt sterben? Nino! Nein! Nein! Ich will nicht! Mama, Mama, ich will nicht! Eisenbogen! Ratateng, Ratateng. Kriegen wir es jemals nochmal hin, einmal nicht zu failen. Retten. Ich möchte die drei Helden gern zusammenbehalten. Pennt. Reicht auch nicht.
Aber du hast doch wenigstens einen Typ-Vorteil. Ja, aber da reicht der Glanz nicht und Blitz erst recht nicht. Glanz in der 12. Wie wir schon festgestellt haben, reicht dies nicht. 20, 24, ouch. Elfenlicht 24. So oder so, der kriegt, die kriegen zu viel Schaden rein, Matthew. Naja, mach mal. Vielleicht hätte ich Nino nicht als Backup stehen lassen wollen. Schnitzer im Norden. Nee, im Norden. Crit wäre so geil gewesen jetzt. Zu spät. Aber er kann zumindest hören. Ja, KP und Geschick. Diese Assassinen, ey, machen nie das, was sie sollen. Zumindest nicht so, wie sie sollen. 21, ja, weg damit. Waffenlevel erhöht. Jetzt kann Karel wahrscheinlich hier auch ein bisschen aufräumen. 21, ja, trifft zweimal, hat 8 Aufladungen. No risk. Ja, warum immer beim zweiten Versuch der Crit? Was habe ich euch getan, dass ihr mir das antun müsst? Mal ernsthaft. Wie war so froh, dass wir Nino haben als neue Magierin? Mach die blöde Kuh, geht sterben! Jetzt hätte die nichts Besseres zu tun. 13, 24, 20 würden wir vielleicht einfach. Ja, komm. 20 bleibt er dann lebensmäßig. Außerdem Glück, was wir nicht haben. Waffenlevel erhöht. Jetzt haben wir in der nächsten Runde hier den Axtkämpfer mit der Giftaxt und den Stahlbogen zu überstehen. Und wenn wir Pech haben, die Teufelsaxt auch noch. Man muss doch irgendwie nach da oben kommen. Vielleicht noch von da ganz oben? Lassen wir mal so. Dorkas auch weg. Ja, super. Ja, zumindest kann Loren da jetzt ein bisschen was noch machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie froh ich bin, wenn wir dieses Kapitel hier durch haben? Cool.
Tempofehler. Das reicht noch nicht mal. Ah, stimmt, da war was, was mir nicht gefällt. Glanz reicht nicht, Blitz auch nicht, aber wir nehmen trotzdem Blitz. Crit? Scheint so. Ja, nehmen wir mal das Schwertchen. Das wird jetzt anscheinend ein längerer Part, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Weiß nicht, ob es mir leid tun soll jetzt oder eher nicht. Aber wirklich leid tun tut es mir nicht. Langsam gehen uns die Waffen aus. Ah, Jafar kann hier schön wallen. Minion, dance. Dance with somebody. Dance with somebody. Level up. Level 9. Beide potenziellen Heiler hier oben. Stimmt ja. Lindes, kriege ich dich aus der Reichweite raus? Theoretisch ja, praktisch ist es nicht nötig. Ist das wohl nötig? Erg. Ah, bringt's auch nicht. Nehmen wir den Lied noch mit hoch. Komm, Erk ist eine größere Bedrohung für dich. Ganz, ganz arg eine größere. Blitz 9, 18, nein. 11, 21, nein. Dann bleibst du mal hier stehen. Und ihr bleibt da auch stehen. Nein. Ist dein Gewitter nicht langsam mal aufgebraucht? Jetzt sind sie abgeschwört. Sonja hat den Seelenpakt. Hat noch ein Gewitter. Sonja, Seelenpakt. Erwartet Signatur eines Diebes ab Level 10. Ah! Will ich haben, will ich haben, will ich haben. Wie weit kommt ihr? Okay. Jaffa hat noch einen Schnitzer. Pennt. Karel braucht Heilung. Jetzt lustig. Weil jetzt kommen bei mir die Ideen. Tanz. Sowieso, alles andere lohnt sich nicht mehr.
Heilmittel. Falls die letzte doch treffen sollte, überlebt Lynn das zumindest. Und Jafar hat ja, wie gesagt, nur noch den einen Schmitter. Das letzte Gewitter 22. Selbst wenn. Jut. Hinterherziehen, Lynn auch auf ein sicheres Eiland. So, du kommst bis hierhin, der andere wahrscheinlich bis hierhin. Und der rechte hat eine Stahllanze. Lanzen haben ein Problem mit Äxte. Wir haben keine Äxte dabei, also muss Karel das Spielchen jetzt machen. Und wenn Karel es nicht schafft, wird Pent finishen. Loan kriegt eine Heilung verpasst. Mit 31. Auch wieder eine Stahllanze. Auf 31, die lasse ich so einfach stehen. Mal gucken, was draus wird. Look, 1 hat funktioniert. Critical Hit, jawohl. Ja, zwar wieder ein Zucken anders geplant, aber passt. Level Up für Karel. Wie weit kommst du? Lohnt sich alles nicht. Dann setze ich Karel jetzt hier hin. Da du nur an den linken rankommst, noch nicht mal. Okay, dann muss ich jetzt Lohn da hinsetzen. Zum Langspeer. Ja, Speer gegen Speer ist vielleicht ein bisschen besser gelöst. Ja komm, bevor es komplett ins Nirvana geht. Die Heilung kann trotzdem nicht schaden. Ich ziehe den Part jetzt durch, das wird ein extrem langer Part, ihr werdet euch wahrscheinlich schon in der Videovorschau gewundert haben. Aber das ist mir jetzt wurscht. Dance with Lynn. Lynn darf hier vorziehen. Ich tue auch nicht dran, ne? Und dabei sind frei. Wir können weiter warten. Kannst du noch hier hin? Ja, und du würdest dich in den Hintern beißen, wenn du nicht die Gelegenheit dazu hättest, wenigstens einen Hit draufzusetzen. Ich kenne dich doch. Du möchtest doch deine Freundin retten. Beziehungsweise rächen. Level up für Loan. Und damit hat Loan seinen Job in diesem Kapitel gemacht. Mehr hätte ich nicht von ihm erwarten können. Lindes. Gut, mit einem Crit, das war jetzt nicht geplant, aber schön. Level up. Der Seelenpakt, den will ich
haben. Wird sie wirklich Laufen und Lindis angreifen? Ich glaube es nicht. Und wisst ihr was? Ich bin ein Feigling, ich beende. Okay. Das heißt, sie greift nur in ihrem Zweierradius an, heißt vor sich und einen weiter. Heißt hierhin kann ich Matthew stellen. Oder auch nicht. Lindes, kannst du schon angreifen? Was ist mit einem direkten Angriff? Hilft auch nicht. What the fuck? Was hat die denn für Werte? Kein Glück, eine relativ kleine Verteidigung. Warum? Manikati? Auch null. Erklärt mir das mal jemand, den Jaffa. Ja, das war mir klar, dass der Weg verschwindet. Jaffa, kannst du? Ach, das bringt uns aber auch nicht weiter, selbst wenn er krittet. Stehlen, Seelenpakt, haha, will ich haben. Seelenpakt gestohlen. Hast du jetzt vielleicht mehr Schaden reingedrückt? Auch nicht. Retten kannst du von hier aus nicht, aber von hier müsstest du retten können. Und weg. Verpennt. Wenn das nicht verpennt, warten. Ich ziehe jetzt einfach mal mit allen vor, die wir hier haben. Eventuell haben wir auch irgendeinen gravierenden Fehler gemacht, der mir jetzt nicht direkt einleuchten möchte. Ich habe keine Ahnung. Huch. Ah, sie ist wieder frei. Wo kann ich sie denn lang schicken? Dum, dum, dum. Ja, einen relativ langen Weg, aber sie kommt durch. Irgendwas stimmt da immer noch nicht. Egal. Matthew möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass Ligawald seine Entwicklung weiterführt. Da muss es irgendeinen Trick geben. Mit Magie kommt man ihr ja auch nicht bei.
ist das eigentlich für ein Spell? Es ist... Da bräuchten wir eigentlich einen Schamanen, den wir nicht haben. Pennt. Elfenlicht 2 ist neutral. Ja, ist klar. Genauso wie bei Erk, da sieht es genauso aus. Wirklich viel anstellen kannst du mit dem Wado jetzt auch nicht, außer du krittest zweimal. Das wären aber auch nur 30 Schaden. Da sind zumindest die ersten 15. Die zweiten 15. Hey! War das jetzt ein taktisches Zeichen? Nicht unbedingt für Lindes, oder? Ich möchte gerne, dass du absetzen kannst. Entweder habe ich es übersehen oder er konnte es nicht. Ich ziehe den Part durch und wenn er 2 Stunden dauert. Da kommt nochmal eine Heilung drauf, sind eh nur 20 Schaden, die er kriegt. Jetzt gucken wir mal wegen Lindes. Ah, falsche Taste. So. Lindes, Money, Cutty, 0. Also Range. Auch 0. Also bringt das Lindes definitiv nichts. Jafar, wenn er mit 8 krittet, hat er sie besiegt. So oder so ist die Waffe aber dann hinüber. Pent kann nicht, Erk kann nicht, Lindes kann nicht. Also haben wir nur noch Jafar und Karel. Und Karel ist unsere beste Chance, finde ich jetzt momentan. Ente. Versuch's nochmal mit Karel. Wado. Da wir zweimal einsetzen, kriegt maximal 20 Schaden. Aha. Jafar, den können wir aber retten. Wie viel Schaden wird Jafar kriegen? Auch maximal 20. Ja, wir versuchen's. Jetzt komme ich. Undankbarer. Du verdankst Lord Nergal dein Leben. Du und das Mädchen, ihr seid nichts als Abschaum. Aber das zählt nicht, solange deine Essenz intakt bleibt. Kein anderer Teil von dir ist jetzt noch vom Wert. Nein! Ist doch nie wahr. Jetzt ist der Schnitt kaputt. Der hätte uns einen letzten Gefallen tun können, der Schnitte, aber nein. Ah, Lindes. Du konntest, glaube ich, auch mit nichts was machen, ne? Nö. Und ihr beiden sowieso nicht. Matthew auch nicht, oder? Nee. Dann Ente. 9, 2 normale Treffer von Karel. Oder ein Crit. Ja, ein Crit. Da ist Sonja ja hinüber. Das kann nicht sein. Ich bin vollkommen. Das sagte Lord Nergal. Ja, was der sagt oder in China. GZ Karel für das Level ab.
Level 12 Schmerzmeister. Schmerz. Mhm. Ich komme da immer noch nicht dran. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Lindes, besetzt mir den Thron. Kann sie nicht mal. Haha. Ja, Eddiewood, komm, zieh runter. Wisst ihr was, Leute? Bis zu dem Thron, das schneide ich raus. Ihr seht nachher, wie es weitergeht beim Thron. So, und da sind wir wieder. Ich habe vor lauter Langeweile hier ein paar Figürchen hingestellt. Und da jetzt Eddiewood sehr nah dran ist, unglaublich war, der Weg ist doch freigemacht worden. Jetzt darf Liegold mal zeigen, was er kann oder auch nicht. Ja, und so kann das zumindest nicht. Hector ist aber voll geheilt. Wir könnten eigentlich jetzt schon. Ach nein, noch nicht. Liegold, Wharton, Ente, vielleicht habe ich ja Glück. Da kann Liegold zumindest den schon mal Futschel-Charakter machen. Nosferatu 17. Nicht nett. Level 17 für Lord Hector. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Okay, dann zähle ich mal anders. Oder mal so genau. Aha. Hector braucht mehr Heilung als Liga und das steht fest. Was hast du an Items? Irgendwas nicht. Was hast du an Items? Wahrscheinlich auch nicht wirklich mehr. Kriegst du gefinisht. Level up für Hector. Lanzenmeister 17 zweimal reicht. Gott sei es gedankt, wir haben da oben alles durch. Wir kriegen die drei Kisten noch. Liegold, Truhe. Zorn, Tor, Zorn, Zorn? Tanz der kritischen Treffer von Freunden für eine Runde verstärkt. Schön. Ist auch was Schönes für Ninja. Liegold. Nein, nicht dahin. Truhe. Erholung. Stellt alle KP wieder her. Torstorn wegwerfen. Nein, ich will nicht wegwerfen. Doch nein. Dietrich? Nee, Talisman. Erhöht Resistenz. Egal was wir wegwerfen, das tut alles weh. Erhöht Resistenz, ja.
Hector, tauschen. Nein. Item. Heilmittel verwenden. Wollen wir riesig noch einen Gegenstand in der nächsten Runde ablegen. Tausch. Gib mir die Erholung. Und Truhe. Fenrir? Was ist das? Eine Stufe A-Zauber. Okay, damit haben wir das aber durch. Besetzen. Meine liebe Nino. Onkel Jan, was bin ich froh, dass du unversehrt bist. Ja, ich habe gar nicht gekämpft, aber ich habe mich nur versteckt. Ich bin nur ein feiger alter Mann. Als diese Frau den Commander tötete, konnte ich nichts dagegen tun. Vater, er ist tot, nicht wahr? Selbst wenn ich nicht seine wahre Tochter war, so war er dennoch voller Güte zu mir. Und doch, Sonja. Du hast die Wahrheit erfahren? Ja. Ich verstehe. Lass mich dir dies zurückgeben, Mädchen. Ein Anhänger? Er gehörte deiner wahren Mutter. Der Commander hat Sonja niemals voll und ganz vertraut. Er ließ seine Agenten ihre Vergangenheit durchleuchten. Dabei hat er viel entdeckt, zum Beispiel woher du kamst. Er machte eine Frau ausfindig, die in deinem Haus gearbeitet hat. Als er ihr von dir erzählte, brach sie in Tränen der Freude aus. Sie bat ihn, dir dies zu übergeben. Ich liebte die Black Fang. Nergal und Sonja haben sie zwar zerstört, aber die Black Fang, die von meinem Vater und meinen Brüdern gegründet wurden, waren voll der Güte für mich. Ich habe sie als meine Familie betrachtet. Das war eine gute Zeit. Onkel Jan, vielen Dank. Ich dachte, du bist tot, Nino. Dieser Anhänger. Ich werde ihn stets in Ehren halten. Pass auf dich auf, Mädchen. Lebe glücklich. Auf Wiedersehen, Onkel. Wir sehen uns wieder. Eines Tages. Aber Nino ist doch tot. Hast du dich verabschiedet? Ja. Danke. Ihr seid alle gekommen und habt mir gesagt, dass wir Freunde sind. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ach, Nino. Du siehst nicht besonders gut aus. Du kannst dich kaum noch auf den Beinen halten, nicht wahr? Wir können hier Rast machen. Es tut mir leid, ich bin zu nichts nutze. Ach, mach dir keine Sorgen. Pass nur gut auf dich auf und werde bald wieder gesund. Genau, das ist das Wichtigste. Wir müssen jetzt gehen. Wenn du dich wieder besser fühlst, schicke uns eine Nachricht. Na gut, auf Wiedersehen. Gebt bitte alle euer Bestes. Nergal, ihr müsst ihn aufhalten. Das werden wir. Das passt mir gar nicht. Ich wollte ihnen wirklich helfen. Ich wollte meine Schuld begleichen. Ich werde gehen. Jafar? Von jetzt an wird ihre Reise noch viel gefahrvoller werden. Ich werde ihnen in deinen Namen helfen. Und du bleibst hier und erholst dich. Verstanden? Kommst du zurück, nachdem die Kämpfe vorüber sind? Ja. Dann werde ich ohne zu murren hier auf dich warten. Du musst überleben, damit du zu mir zurückkehren kannst. Versprochen? Ja, ich verspreche es. Das traue ich ihm auch sogar zu, wenn wir ihm einen neuen Schnitter geben. Sonja. Geh weg. Verwünschte Marionette. Lord Nergal. Helft mir. Marionetten haben keine Essenz, die man ernten könnte. Für Lord Nergal seid ihr nichts länger von Nutzen. Was wirst du... Ich bin ein Mensch.
Warte. Ich bin ein Man. Okay, doch tot. Und war anscheinend doch nur eine Marionette. Kapitel 26 leider wieder ohne Verluste nicht geschafft. Beziehungsweise 26x. Und der Part wurde jetzt wirklich länger als gedacht. Ich hoffe, ihr entschuldigt es. Und seid dann auch das nächste Mal dabei, wenn es dann heißt Let's Play Fire Emblem Kapitel 27. Dann gehe ich zumindest von aus. Und dass da nicht noch ein Sonderlevel kommt. Naja, danke, bis dann. Ciao.